Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Überschrift für die Große Anfrage, die die FDP gestellt haben, aufmerksam lesen, dann kommen wir alle eigentlich schnell hinter die Intention dieser FDP-Anfrage und auch heute des Entschließungsantrages. Es geht, das kann man sehr schnell lesen, um das alte neoliberale Mantra der FDP: weniger Regeln, mehr Freiheit, dadurch blühende Unternehmen, öffentliche Haushalte, bei denen die Steuereinnahmen sprudeln, schlanker Staat, alles wird gut und demnächst wahrscheinlich sogar das Wetter. Und für diese Saga hat die FDP keine Mühen und Kosten gescheut, die Mühen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien nämlich und die Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und welchen Erkenntnisgewinn ziehen wir heute daraus, Herr Witzel? Nun, wir haben immerhin den Erkenntnisgewinn, dass die FDP zwar von der sozialen Marktwirtschaft spricht, die Spielregeln für Markt und Wettbewerb vorgibt, Ordnungsrahmen und soziale Marktwirtschaft also schaffen will, das ist vernünftig. Aber was verstehen Sie darunter? Wenn wir einen Blick auf die Seite 5 Ihrer Anfrage richten, dann klärt sich das auf. Ich zitiere: Notwendig ist eine Abkehr von der Praxis der lückenlosen hoheitlichen Prüfungen und Genehmigungen nahezu aller Lebenssachverhalte. Geeignete Instrumente für eine fortschrittliche und bürgerfreundliche Herangehensweise sind exemplarisch verlängerte Prüfintervalle, Stichprobenprüfungen, freiwillige Selbstbeschränkungen oder Zertifizierung von Wirtschaftsverbänden, die Ermöglichung privatrechtlicher Gestaltung von Vereinbarungen oder der weitgehende Verzicht auf eine verpflichtende Genehmigungserteilung. Was heißt dieses Instrumentarium? Was heißt dieser Instrumentenkasten in der Praxis? Wenn wir uns einen aktuellen Fall anschauen, dann können wir das exemplarisch betrachten und können wir das auch exemplarisch nachvollziehen. Ich erinnere an Dieselgate, das Tricksen und Fälschen bei Abgas- und Verbrauchswerten, ein Musterbeispiel für nicht lückenlose Prüfungen, für nicht funktionierende Selbstbeschränkungen, für nicht funktionierende Regelvereinbarungen und Rahmenvereinbarungen, also für Ihr ganzes Sammelsurium, was Sie immer wieder aus der neoliberalen Mottenkiste vortragen. Wer zahlt den Preis für das, was Sie da fordern? Den Preis zahlen genau in solchen Fällen die Verbraucherinnen und Verbraucher, den zahlen auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, übrigens in der Regel nicht die Manager, den zahlen auch die Aktionäre. Aber es kommt schlimmer. Den zahlen wir auch alle, den zahlt die gesamte Volkswirtschaft wegen Steuerausfällen und übrigens auch dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, der Ihnen doch so am Herzen liegt. Einer Wettbewerbsfähigkeit, zum Beispiel in der Frage bei den Dieselautos, wo man hätte längst bessere Autos bauen können, wenn man sich nicht aufs Fuschen und Tricksen verständigt hätte. Und aber noch viel mehr für die Zukunft, die man nämlich gerade wieder verschläft, wie in der Energiewirtschaft, wo man auch jahrelang die Wirklichkeit nicht wahrnehmen wollte und sich nicht auf die neuen Prozesse einstellt, nämlich bei den Elektrofahrzeugen, wo unsere Industrie gerade droht, abgehangen zu werden, weil sie nicht auf Batterieforschung setzt, weil sie, obwohl vom Bund gefördert, jetzt die Batterieforschung eingestellt hat an vielen Stellen. Das ist der Verlust von Zukunftsfähigkeit. Das hat etwas mit mangelnden Rahmen, mangelnden Durchsetzungen und mangelnden Gestaltungswillen auch der Volkswirtschaften zu tun, die sich in die Kumpanei eingelassen hat. Nun, Sie kritisieren aber nicht nur das, was ich gerade beschrieben habe, sondern Sie kritisieren eben auch in Ihrem Mantra wieder Bürokratie in Arbeits-, Sozialrecht und natürlich Umweltrecht. Und was heißt das bei Ihnen? Das heißt im Zweifelsfall bei Ihnen, Sie wollen keinen Mindestlohn, Sie wollen weniger Rechte vom Personalräten, so wie Sie das auch praktiziert haben zwischen 2005 und 2010. Und Sie wollen natürlich kein Umweltrecht, das ist für Sie Gedöns, genauso wie Raucherverbote oder Nichtraucherschutz und die entsprechenden Regelungen. Das ist für Sie alles egal. Aber um auch die Mehr vom Bürokratieaufbau etwas zu durchbrechen, will ich darauf hinweisen, dass Sie sich ja noch nicht mal davor zurückscheuen, für Ihre Mehr zur Durchsetzung Ihrer Ideologie neue Bürokratien aufzubauen. Sie wollen einen Bürokratiekosten-TÜV. Sie wollen eine Bürokratiekostenfolgeabschätzung. Schon das Wort, dieses Wort Ungetüm macht deutlich, welche Bürokratie dahinter steckt. Und Sie wollen ein Verwaltungsbenchmarking für alle Verwaltungsebenen vom Land bis hinunter zu den Kommunen haben. Und Sie wollen alle Gesetze befristen und dann für den Fall Ihrer Verlängerung jedes Mal eine umfangreiche Begründung. Herr Witzel, stellen Sie doch eine Zwischenfrage. Lärmen Sie doch nicht so dumm rum.
Also, Sie wollen alle Gesetze befristen und dann für den Fall ihrer Verlängerung wieder eine umfangreiche Begründung, das gesamte Gesetzesverfahren und, gut zuhören, alle Sozialleistungen auf den Prüfstand stellen. Das ist das, was Sie wollen, und das ist Bürokratie, und das ist ideologisch motivierte Bürokratie. In Wahrheit geht es Ihnen also nicht um die Bürokratie selber, sondern um Standards, ja, ich komme zum Schluss, die abgesenkt werden sollen. Standards übrigens, die Sie bei Ihrer Klientel gerne erhalten, bei den freien Berufen, für die die Schutzwelle nicht hoch genug sein könnte. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, das, was Sie hier vorlegen, auch mit dem Entschließungsantrag, ist der alte, gelbe, ideologische Ansatz. Das Magenta, der Magenta-Lack beginnt zu bröckeln. Heraus kommt die alte FDP von Witzel und Papke aus den Jahren 2005 bis 2010.